In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Kralle in deine neue Gabel montierst. Hi, ich bin Yannick von Akros. Wenn du eine neue Gabel oder einen neuen Gabelschaft hast, den du auch schon auf die richtige Länge gekürzt hast, dann bist du jetzt an dem Punkt, wo du eine neue Kralle montieren musst. Damit die Kralle dauerhaft fest im Gabelschaft sitzt und ihre Funktion optimal erfüllen kann, ist es wichtig, dass die Kralle gerade eingeschlagen wird und optimalerweise 15 mm tief im Gabelschaft sitzt. Wir haben dazu ein Werkzeug entwickelt, mit dem auch dir der Einbau zu Hause ganz leicht fällt. Zusätzlich zur Kralle und zum Einschlagwerkzeug benötigst du einen Inbusschlüssel und einen Hammer. Die Kralle hat eine vorgegebene Einbaurichtung und muss wie hier zu sehen eingeschlagen werden. Dafür nehmen wir sie und legen sie umgekehrt in das Werkzeug ein, fixieren diese mit dem Zeigefinger und drehen von oben die Schraube hindurch, bis wir diese an unserem Zeigefinger spüren können. Kommen wir jetzt zur eigentlichen Montage. Im besten Fall spannst du deine Gabel ein, in unserem Fall haben wir einen Montageständer genommen und setzt dann das Werkzeug, das uns nun als Führung dient, auf. Zusätzlich fixieren wir die Gabel mit einer Hand an der Gabelkrone und schlagen nun die Schraube so weit hinein, bis sie auf Block geht. Im letzten Schritt löst du die Schraube und nimmst das Werkzeug ab. Die Kralle ist jetzt perfekt montiert und deine Gabel einsatzbereit. Falls du noch Fragen hast, lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.